die laufen hier rum und ja, laufen hier rum und setzen sich auch mal hin und trinken auch mal ihr Bier. Da drin fühlt es sich wie ein Gefängnis an. Das Problem ist, dass wir in der Landesunterkunft viele Menschen haben, die den ganzen Tag nichts zu tun haben. Langeweile. Im Streifenwagen von Lasse Sarau und Hans-Jürgen Peters. Dienstbeginn. Kontrollfahrt über das Gelände der Flüchtlingsunterkunft. Was war das da heute Nacht? Du hast das besser mitgekriegt. Du hattest ja Nachtdienst vom Nachtdienst übernommen. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Da gab es Streitigkeiten zwischen zwei Eheleuten. Da hat irgendwie der Mann zu viel getrunken und dann seine Frau angegangen. Solche Fälle von häuslicher Gewalt passieren hier in der Unterkunft ein paar Mal im Jahr. Messer? Ich glaube ja. Oh. Aber soweit ich weiß, ist sie jetzt nicht großartig verletzt. Hat nicht ins Krankenhaus gekommen? Nee, ich meine nicht. Okay. Ach, nur hat er Hausverbot. Genau, heute Morgen war er ganz friedlich, dann haben wir ihn nach Münster gebracht in die Unterkunft. Auf dem Gelände der Flüchtlingsunterkunft arbeiten 23 Polizisten in wechselnden Schichten. 15 mehr als vor einem Jahr. Denn Bostedter Bürger hatten sich über das Verhalten einiger Flüchtlinge beschwert. Mittagszeit. Hans-Jürgen Peters und Lasse Sarau auf dem Weg zum Essenssaal. Moin. Alles gut? Alles gut. Sehr schön. Essen schmeckt? Die ganzen Bewohner kommen zu diesen Mahlzeiten auf den Haufen. Und da ist natürlich die Möglichkeit eher mal gegeben, dass man sich in die Haare kriegt, teilweise aus Nichtigkeiten. Aber aufgrund der persönlichen Situation, die jeder hier im Moment zu durchleben hat, ist das natürlich alles ein bisschen leicht reizbar. Und mitunter langt da ein ganz kleiner Impuls, um zu Handgreiflichkeiten zu führen. Da muss man auch schnell da sein und da muss man auch konsequent handeln, um das Ganze flach zu halten. Nach dem Mittag fahren die beiden auf Streife ins Dorf neben der Unterkunft. Sicherheit vermitteln. Die Zahl der Verbrechen im Dorf ist durch die Asylbewerber kaum gestiegen, außer bei Diebstahlsdelikten. Aber wir können ja trotzdem noch mal durch die Siedlung fahren hier. Ja. Da hatten die Leute ja auch öfter angerufen, dass da irgendwelche südländisch aussehende Gestalten bei ihnen im Garten sitzen. Ja. Und hast du mal einen gefunden? Bisher nicht. Nee, gar nichts in die Richtung. Höchstens, dass sie mal vor dem Auto standen und Selfies gemacht haben, vom BMW und Mercedes und sowas. Aber das ist ja auch nicht wirklich Kann ich schlimm. Verstehen. Ja. Beide haben sich freiwillig für den Dienst in der Unterkunft gemeldet. Hans-Jürgen Peters war vorher lange Verkehrspolizist. Bis zu seinem ersten Einsatz mit Flüchtlingen. Im ersten Moment hatte ich auch ein mulmiges Gefühl angesichts dieser ganzen exotischen Menschen, die mir da entgegenkamen. Aber das wechselte dann ganz schnell. Die Leute kamen auf uns zu und fragten uns was und baten um Hilfe. Der eine Flüchtling, der hatte seinen Sohn verloren auf der Flucht in Norwegen, wollte wissen, an wen er sich jetzt wenden sollte. Beim nächsten war die Frau erkrankt, der nächste brauchte Medikamente. Abends war ich heiser, aber ich hatte ein gutes Gefühl. Nachmittag in Bostedt, Dienst erfüllt. Und morgen auf ein neues.